Ich bin mal wieder unterwegs im Holzerasten. Ja, genau, im Holz haben wir wieder. Ja? Immer nur am Zusammenrammen vom Käfer. Ja, vom Käfer. Käfer arbeitet voraus, wir rammen auch. Das macht doch Sinn. Nicht. Ja? Das ist keine Chance. Ja, jetzt haben wir da wieder ein paar Grundmasser zum Schneiden bei der Hochspannungsleitung. Das wird schon gesehen haben. Das ist Hochspannungsleitung außen. Das ist ein bisschen. Da juckt es am Zipferl! Jawohl, da wenn er umgefällt in die Stromleitung ein. Das meine ich alleweil. Mengen Leuten hier zu gehen, wenn auf einmal der Strom weg ist. Unter anderem. Ja, genau. Also, da seht ihr es im Hintergrund. Stromleitung. Stromleitung. Also, stehen ja noch ein paar da. Die müssen wir schauen, dass wir reinbringen. Hinken alle schön raus. Zur Stromleitung hin. Wunderbar! Und was ist da einfach Trumpf? Was ist Trumpf? Wenn ein Außenhänger, Rückhänger. Was ist Trumpf? Trumpf ist ein mechanischer, aber so ein mechanischer ist mit dran, ein Schlagschrauberkeil. Nehmen wir den man Schlagschrauberkeil nennen. Ja? Habe ich einen da, der schaut aus wie. Aber ich habe auch einen, aber ich habe nicht den einen, weil alle haben, sondern ich habe halt einen anderen. Nicht? Und den anderen, dieser Post Ink, den habe ich mal gekauft. Nicht? Und den habe ich probiert, das geht. Also wie gesagt, wenn du es rückgehängt hast, der schnallt dann drüber. Mit der Hand geht es auch. Seien wir mal ehrlich, mit der Hand geht es auch. Aber warum blank, wenn es einfach auch geht? Nicht? Wir könnten auch mit der Seilwinde nachhängen, aber das muss jetzt auch nicht sein. Nicht? Umlenkrollen und so weiter. Wurscht. Also, genau, Schlagschrauberkeil. Das ist meine Ausrüstung heute. Also, da haben wir 55 Gramm gewonnen. Läuft wieder, schnurrt wie die Drecksau. Ja, die hat doch einen Kolbenklemmer hat die gehabt. Ist ein neuer Kolben und ein neuer Zylinder gekommen. Und jetzt schnurrt es wieder. Der geht, der schnurrt wieder. Wunderbar. Braucht er wieder ein bisschen Einlaufphase, aber passt. Dann habe ich da meinen Fellkeil, meinen Schlagschrauberkeil, der auch schon ausschaut, habe ich schon ein paar Mal eingeschnitten. Psst, keine Kommentare, dass ich da eingeschnitten habe. Bitte, spurt es euch. Psst. Wollen wir mal schauen. Schaut halt schon recht aus, aber die Dosen sind weg, gell? Manche haben auch schon die Spindel angerissen, das ist bei mir noch nicht gewesen, weil ich aber recht schön schmieren da, aus Schmiernippel, da und innen. Aber dann werde ich jetzt mal eine neue Kalle machen. Mal schauen. So, und dann habe ich da noch meinen Schlagschrauber. Und das sage ich euch. Das ist ganz was Besonderes. Weil das ist das, was nicht jeder hat. Nämlich ein No-Name. Schaut aus wie ein Makita, ist aber ein Nachbau. So, habt ihr das schon gesehen? Hä? Habt ihr das schon mal gesehen? Ja? Genau so gehe ich mit dem Werkzeug um. Ja? Aber das ist halt so im Holzerasten. Du, da, ich habe eh keine Kraft nicht. Und jetzt, wir wirfen alle mal so hin. Warum sollen wir da einen Milwaukee oder einen Makita Original kaufen? Jetzt sagt's mal das. Da haben wir einen Nachbau gekauft. Den Nachbau verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Vielleicht kann der eine oder andere brauchen. Jetzt dürft ihr mal rum, wie viel das der kostet. Ein 50er. So, jetzt werden. Der eine oder andere wird jetzt das Maul aufreißen und sagen, oh, ich habe einen teuren Milwaukee gekauft für das. Dann sage ich, Pech gehabt. Also, wir haben keinen anderen Schlagschrauber gehalten, ja, es ist jetzt eine sehr günstige Alternative. Nicht? Eine sehr günstige Alternative, so ein Schlagschrauber für einen 50er und so ein Vollkeil halt. Also, wir reden nicht mehr lange umeinander, das Mutter kommt schon, der hupt schon, weiter geht's so. Ich schneide weiter, ihr schaut ein bisschen zu. Jawohl, so schaut's aus.
Schon ein bisschen aufkeilen, da. Okay. Jetzt kommt er. Ja, jetzt kommt er. Jawohl! Ja, Bruchleisten, ein bisschen stark. Aber lieber ein bisschen stark, wenn er rückhängt. Weil sonst ist er fort. In Stromleitung rein. So, ausnosten. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's.
Rentner stranzen. Da wenn es putzig von der Saal winken, da ging er über den Steg drüber. Dann rutscht er drüber. Ansonsten bleibt der Stock hinken. Stranzen. Wichtig. Die zwei sind weg, wie ihr es gerade gesehen habt, der noch 1, 2, 3, 4, da haben wir wieder Wahnsinn, da brauchen wir einen Helikopter wieder, da brauchen wir wieder einen Helikopter, hängt man rum an, fliegen wir raus, jawohl, schön und rundherum pflanzt, gefällt mir nicht, scheiße, oh mein, hilft nicht, ist schon da, so, also, die haben wir noch weg, Obacht geben, jetzt kommen die gefährlichen neben der Stromleitung. Wenn wir schauen, ob wir reinbringen, bringen wir rein. Mit dem Schlagschrauberkeil. Genau. So, an der Stelle möchte ich mich bedanken. Und zwar beim Franz. Franz, vielen Dank für das Moosbandl. Ja, für das Moosbandl, du hast mir von der Amazon Wunschlisten das zugeschickt. Du hast gemerkt, über Instagram hast du mitgekriegt, dass meins hier ist. Oder war. Ja, was weiß ich. Ich habe reingeschnitten, ich depp. Und jetzt habe ich ein neues gekriegt von Franz. Danke, Franz. Das kann ich brauchen, weil sonst ist es vorbei. Wir haben Fixlinger 6 Meter lang oder 3 Meter lang, aber nicht mehr 5,20 oder 4,20. Gut. Franz, Dankeschön. Amazon Wunschlisten. Vielen Dank. So, jetzt gehen wir weiter. Auf geht's. Weil ich wieder zeig darf. Jawohl.
Jetzt haben wir gerade entdeckt, den Baum da. Den Baum da. Ja. Schaut er so aus. Im Affe schaut. Ja. Völlig intakt. Lebt noch. Lebt noch. Schöne Krone. Wunderbar. Gerade gewachsen. Ja. Lebt noch. Lebt doppelt. Schaut's her. Das ist ein sogenannter, was ist denn das? Biotopbaum? Nein, ich weiß nicht genau, wie die Fachbezeichnung heißt. Auf alle Fälle ist das ein Baum, wo Viecher drin leben. Ganz ein wichtiger Baum für unseren Wald. Ganz, ganz wichtig. Schaut es euch an. Und der bleibt stehen. Den haben wir jetzt entschieden, den lassen wir stehen. Auch wenn wir die meisten den weg tun, dann. Wir lassen ihn stehen. Weil der ist sehr wichtig, weil da lebt was drinnen. Und die, die da drin leben, die haben wichtig, dass sie der Wald, dass der einfach im Gleichgewicht ist. Und darum lehmen wir ihn stehen. Weil er ist ja völlig intakt, schaut es euch an. Wunderbarer Hummer. Ja, kein Anzeichen, dass der kränkelt nicht. Und da, oder? Unter mit der Insekten drin. Wunderbar. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt das für Insekten sind. Im Holz ist immer das große Ganze wichtig. Das ist wichtig. Brutal. Das ist eine super Einstellung. Ich finde die Einstellung vom Holz, vom Wald, einfach genial. Das große Ganze immer funktionieren und nicht der einzelne Baum. Nicht der einzelne Baum. Da erinnert. Da steht kein Egoist. Kein einziger. Ja, da haben wir noch ein paar angestrichen, weil die einfach vom Käfer tot schon sind. Ja. Aber der bleibt stehen. Der Baum bleibt stehen, weil der ist ein ganz wichtiger Baustein für das ganze Biotop da erinnert. Das große Ganze. Wenn wir Leute ein bisschen mehr zusammenarbeiten dann, ans große Ganze glauben, und nicht bloß der eine, dass jeder muss, der Einzelne muss, ja, immer besser, immer gescheiter, immer. Ach, das ist alles ein Scheißdreck. Ich sag's euch ganz ehrlich. Das ist jetzt mal ehrliche Worte, ich sag's euch. Das Konzept, was der Wald da fabriziert, sollte man sich alle ein bisschen anschauen. Und nicht bloß rausgehen zum Spazieren gehen, sondern einmal was anschauen. Ne? Ja. Wenn der Käfer reinfährt und der nimmt den Baum, den wir jetzt rausgeschnitten haben, dann sagen die anderen, wir stellen unseren Bedarf zurück, dass die ein Herz bilden können und die den Käfer bekämpfen können. Das ist unglaublich. Lasst euch das einmal durch den Kopf gehen. Jawohl. So, ich bin schon wieder beim nächsten Baum. Wahnsinn, Wahnsinn. Da, die Kleinen, die Jungen. Naturverjüngung, Fichte. Wir schneiden die alten Kranken ab. Und da kommen naturverjüngt zwei neue. Mehrer. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf neue auf dem Fleck. Davon kommt wieder einer durch. Wir schneiden einen ab, kommt einer durch. Wunderbar. Und wenn ich da umschaue, ist da überall eine Naturverjüngung, Fichte. Also, ob Fichte in der Zukunft hat, das wisst ihr selber. Ja, schaut es da her. Ja, einer, zwei, drei, vier, fünf. Ja, da haben wir jetzt zwei weggeschnitten. Wenn man realistisch ist, von den 5 kommen wir wieder 2 durch. Also, wir entnehmen und da wächst wieder was Neues her. Wer glaubt, dass das nicht funktioniert, der hat irgendwie geschlafen in der Schule. Oder was weiß ich. Auf alle Fall geht es da so weiter. Überall kleine Boscherle. Wir schauen schon auf, dass wir es nicht über die reißen. Auf alle Fall, weil das sind die besten Baum Naturverjüngung. Der kann nichts hin. Da kommt kein Pflanz der Baum nicht hin. Gut vergessen. Naturverjüngung bleibt Naturverjüngung. Und wenn es ausschaut, kommt er wieder auf Fechten. Ja, von selber. Da brauchst du gar nichts machen. Wunderbar. So. Ich bin nur ein bisschen herassen. Und das ist für mich auch Feierabend. Ich hoffe, ihr macht es auch nicht mehr zu lang. Ich sage wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Jawohl. Und wenn euch meine Videos gefallen, bewertet es positiv und ganz wichtig. Ja, genau. Katar. Ganz wichtig, Kanal abonnieren.
abonnieren, abonnieren, abonnieren und Glocke aktivieren, sonst gibt es nicht, sagt der eine oder andere. Jawohl, bis zum nächsten Mal aus dem Grand Valley. Jawohl, aber der ist Servus.